Ein guten Tag Facebook und guten Abend YouTube-Gemeinde. Was führt euch denn wieder hierher in die Regionen von Starbound? Ich hoffe doch, purer Spaß und die pure Vernunft, natürlich hier weiterschauen zu wollen. Ganz klar, genau so wird es sein. Ich kenne euch doch alle und hab euch deswegen auch so gern. Von daher, was geht ab bei euch? Erzählt mal was. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich ja immer noch bei dem schicke Häuschen baue. Schick, natürlich schick. Ups. Ach, ist das super. Oh, na komm, das Silber nehmen wir mit. Silber. Und hier unten, das füllen wir doch gerade mal schön auf. Mit dem schönen grünen Dreck. So, wenn wir das so zumachen, dann sehen wir das alles nicht mehr. Ach, elendig, wunderbar, ei, oh, fabelhaft, fabelhaft. Und jetzt die Frage an den Christian. Warum hast du das Wohnzimmer geflutet? Schreib einen Kommentar dazu, sonst werde ich sauer. Ja, so weit, so gut. So schaut es derzeit mit unserer Starbound-Legende und Leidenschaft. Oh, Legenden und Leidenschaft. Legenden der Leidenschaft. Ach, ich bin heute wieder so unglaublich lustig, dass mir fast mein Penis wieder abfällt. Ach ja. Eigentlich müsste mir hier so mit schönen Bäumen dann einen unglaublichen Platz da herrichten. Das wäre heulen werden. Ey. Erstmal weg. So. Da brauchen wir aber schicke Bäume. Ich hätte ja liebend gerne diese Augenbäume. Aber das geht ja nicht so einfach. Und von daher. So, Holzhacke. Es geht weiter und weiter mit unserem schicken, doch schönen Haus. So ein dezenter Anbau wäre eigentlich nötig. Und das so. Und kaum baue ich, geht es mit den Soos wieder los. Ach ja. Ob das jemals aufhört? Ich glaube so nicht. Oh, war das lustig. Diese elendigen Rangers. Einfach nach unten und schwupps, machen wir das hier auch zu. Wollen wir eigentlich immer die hässlichen Sachen eher am Anfang benutzen, weil das Grün brauchen wir dann doch noch in der zweiten oder dritten Linie. Und daher erstmal hier ein bisschen ordentlich machen. So. Ach, fabelhaft. Fabelhaft. Irgendwas stirbt da. Sehr gut. Pech, Pech, Pech. Ich muss immer noch so Turboaufnahmen machen. Ups. Weil mir einfach die Zeit momentan fehlt. Heul, heul, heul. Keine Zeit für niemand. Das war falsch, ich weiß. So. Ah. Oh Gott, die Nase juckt. Oh. Oh. Ah, oh, Schweinsbraten. Oh. Hä? Naja. Ihr habt's gesehen, nicht. So. Was haben wir denn? Odele. Fantastisch. Ich gerade irgendwie an Futurama denken. Nein, das war blöd. Wie immer.
Gluck. So. Tipp, tipp, so. Ich bin am Überlegen, ob ich halt einfach so einen schönen Garten mache. So was Ähnliches, wie es der, genau. Ach, helft mir doch. Weil ich habe ja so unglaublich schöne Sachen. Unglaublich schöne Sachen. Das war ein schönes Fundamentgraben. Ach ja. Tü-tü-tü. So. 2. Oh, 1. Machen wir es lieber so, so. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Nach 8. Ups. Napadapapa. Ach ja. Nein, das langt schon. Das langt schon. So. Lieber doch ein. Na komm weg. Lieber so. Und dann machen wir doch das dann gleich so. Und ups. Ach. Schrecklich. Ach. Aber dafür so hübsch. So. Ach, herzallerliebst. Ach. Wie schön. Was haben wir denn da noch? Silber, komm hier drauf. Und hier drauf. Shay. So. Ja, das war's für die Folge. Tschüss. Nein, natürlich nicht. So, der guckt zum Haus hin. Dann macht er das auf der anderen Seite auch. So. Ja, das passt doch. Ich werde noch böswilligerweise hier noch ein bisschen was vom Baum wegschlagen. Dann mache ich was ganz anderes. Okay. Nämlich, dann kommt er doch weg. So.
Kommt das so, wie ich mir das denke? Kommt das gut? Zack. Ach, shit. Shit. Oh, ich konzentriere mich wieder. Zack. Zack, zwei nach da vorne. Das heißt hier, 2, 3, 4, 5. Oh. Kommst denn du her? Hallo? Sowas aber auch. Na komm mal. Das da mal rein. Das könnten wir mal so machen, ja. Die hier wollte ich da reinsetzen. Schade, ich habe kein Metall mehr. Ich dachte, ich hätte so viel. Ich habe da noch gar nicht so viel verbaut. Seht ihr das auch so? Na, ich habe eigentlich schon viel verbaut, wenn ich überlege an meiner... Mal kurz oben auf dem Schiff schauen, ob ich da das Richtige überhaupt noch habe. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich überhaupt kein... Nein, Entschuldigung. Ich wollte das so machen. Gar keine Baumaterialien mehr. Das ist schlecht. Wir müssen fliegen. Oha, wir müssen fliegen. Schlecht bis sehr schlecht. Oh, so kann ich das doch nicht lassen. Das sieht doch kacke aus. Und auf der anderen Seite ist es nicht. Ich meine, da habe ich Hell. Hell kriege ich ja noch hin. Habe ich denn überhaupt? Ich habe es danach freie Schnauze natürlich gemacht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So. Jetzt du zumindest mal da hoch. Oha. Ja, kommt. Kommt auch so selten vor, dass ich mal essen muss. Ich verreck ja lieber. Wisst ihr ja. Stimmt das jetzt? 2? Ja. Ärgerlich, kein Metall. Fürchterlich ärgerlich. Und warum ruckelt es hier? Es muss aufhören zu ruckeln. Achso, die Raffinerie. Habe ich hier noch gar nicht. Ha, die haben wir ja auch. Noch ein Brunnen. Cheap Light. Die Raffinerie. Ups. Wo ist jetzt hingekommen? Hier hin, okay. Doch unten gut im Keller. Eigentlich macht sich gut im Keller. Na komm. Die macht sich gut im Keller zusammen natürlich mit hier, dem hier, weil das hier oben ist ja unsere Werkstatt und das ist quasi unsere Geldfabrik. Das heißt, hier unten möchte ich dann auch Schatztruhen unterstellen. So.
Ehre machen wir unsere Kohle. Ja, muss hier natürlich auch noch alles optimiert werden, damit das schön aussieht. Was hatten wir da oben doch schon mal? Schon mal, was hatten wir hier oben? Nee, das sieht nichts aus. Erster Gedanke. Zweite. Oh. Mal mit. Spinnrad. Wo hatte ich es denn? Egal. Erstmal eben nicht. Und können wir da Kohle machen. Was bringt uns das? Okay, Titanium kann ich nicht zu Geld machen. Okay. Das hier auch nicht. Na gut. Bleibt erstmal hier unten. Auf jeden Fall müssen dann... Das könnte man eigentlich hier so auf Holzregal lagern. Weil die Höhe müsste es haben. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Zack. Und da oben wird dann das Geld quasi gebunkert. Oh ja, da oben. So. Mann, das ärgert mich jetzt. Wie war es bei dem Planeten? Da war nichts Besonderes, gell? Ebeli, liebe Lights, gell? Da war nichts. Jetzt müssen wir eigentlich wieder einen Planeten finden, auf dem eventuell Trümmer zu finden sind. Ah, okay, ich erinnere mich. Nein! Och, war da was? Vielleicht auch nicht. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Dass wir doch glücklicherweise doch direkt was in der Nähe haben. Schnauze, Fiori, so. Weil dein Geld nehme ich. Das ist einfach eine Brücke, okay. Das ist aber das Helle, ich brauche jetzt das Dunkle. Und alles mit. Egal, nehmen wir mit. Das als kleiner Abschluss dieser Folge, da ich schon sehe, die Zeit läuft uns wie immer davon. Ach ja. Mir läuft auch die Zeit davon. Ich muss ja noch rennen, um dann die Folge wieder gleich online zu stellen. Aber dann werde ich noch ein bisschen weitermachen. Es wird zwar jemand schimpfen, aber ich komme momentan einfach nicht hinterher. Mit allem. Scheiße. Kot. Müll. So, bla, kommt alles mit. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich produziere ja immer gern vor, momentan komme ich noch nicht mal da dazu rumgejammert. Aber so ist das, in jeder guten Zeit gibt es halt auch mal Momente, da klappt das halt eben nicht so gut. Noch das mit, damit es so ein bisschen Symmetrie wieder hat. So, Schnauze. Ah, schon 1000, schon hätten wir 1000. Oh, dem ist ja so gut. Und wir jetzt auch natürlich viele Rohstoffe herstellen. Also, ich sag mal, unseren Großteil an nettem Zeug in Geld umwandeln werden. Ja. So, das war's erstmal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, mal schauen, ob noch was passiert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Starbound. Hoffe, ihr schaltet wieder ein und hattet jetzt momentan Spaß in dieser kurzen Folge. Und wir sehen uns ja dann auch wieder morgen wieder. Und von daher nehmen wir noch die Diamanten mit als kleinen Abschluss. Diese Diamantenader, die uns immer größer wird. Die natürlich in unserer neuen heimischen Fabrik zu
neuen Reichtümern bringen wird. Und bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ups. Tschüss. Schön einfach an unserem netten kleinen Häuschen zu bauen und den Keller, naja, fertig ist er noch nicht, aber den Keller langsam in eine Gelddruckerei umzuwandeln, um Geld zu machen, was ihresgleichen sucht. Wir werden die Reichsten in dieser Galaxis werden. Natürlich sind wir auch nicht online, ja. Ich hoffe, euch gefällt auch das schöne Haus. Der Spunne wird hoffentlich auch bald sein Senf dazugeben. Und bis dahin, bleibt sauber und macht es gut!